Hier, das ist ja großartig, schon kommst du in Urtrum. Ja, ich komm wieder mal. Ah, oh, das ist ja fantastisch. Alles, und wieder mal eine lange Weg, weil der Herr Tommaso ja mal schon ein bisschen mehr trainiert. Ja. Ja, ja, aber das ist auch jetzt ganz wichtig, weil hier im Mai mal die Schulmitte auf. Richtig, hallo. Hier, großartig. Und deshalb legen wir direkt los. Und zwar unsere letzte Station der Weinreise war Appenheim. Und Appenheim ist für uns wirklich ein ganz besonderer Platz, weil auf wirklich relativ überschaubarer Fläche sensationell großartige Winzer sind. Und zwar, wir kennen vier wirklich sehr intensiv. Einer davon ist der Christian und Matthias Runkel. Einer ist davon, der Christian und Matthias Runkel. Was ist das für ein Satz? Ja, aber die machen das Weingut Bischel. Und hier, mit was willst du anfangen? Mit dem Silvaner. Komm, genau, hau den Silvaner raus. Ja? Dieser Silvaner, der hat uns wirklich richtig schön geflasht, weil das ist ein Silvaner, der alles andere als langweilig ist. Der hat Esprit, der hat eine wirklich sehr, sehr schöne, fruchtige Ausprägung, der hat eine schöne Säure. Es ist ein unglaublich animierender Wein. Und wenn ihr mal eine kurze Rieslingpause machen wollt, dann ist sowas absolut ideal. Muss man nicht machen, aber mitunter vielleicht. Okay. Beweise ja, nicht. Also, hier, bitte kein Grauburgunder. Ist mir zu glatt. Ja. Das sehe ich. Wir beide lieben Weißburgunder. Aber absolut. Und der hier ist auch wieder mega gelungen. Auch wieder ein ganz tolles Beispiel, wie ein Weißburgunder zu sein hat. Du hast hier wieder Honigmelone. Das ist die Weißburgunder. Super refreshing, mehr kann man sogar nicht sagen, weil es einfach nur super gemacht, geschmeidig, trinkig und geschmackig. Und ein unglaublich geiler, weil ein schöner Begleiter halt eben zu essen. Das habt ihr ohnehin absolut immer, das habt ihr immer bei Burgunder, oder das habt ihr oft bei wirklich gut gemachten Burgundern, dass die halt sehr dienlich sind für das Essen. Ne? Ein Klassiker seit Jahren, das ist der Gutsriesling, auch Jahrgang 2020. Einfach immer wieder eine feste Bank. Das ist ein Riesling, der unglaublich viel Spaß macht, mit einer wirklich animierenden Frische, kommt auch daher momentan noch mit etwas grüneren Noten, die werden sich noch moderieren. Wein entwickelt sich tatsächlich auch noch etwas in der Flasche, ihr werdet es sehen. Was ihr macht dann, jetzt machen die noch Modern Talking, oder? Ja, natürlich, aber die können irgendwann halt auch richtig Jazz und das okay. Ist es cool. Nein, also Spaß beiseite, dieser Riesling ist echt großes Kino. Es müsste endlich nur mal dieser scheiß Sommer anfangen, Sommer zu werden. Ja, der und Sommer dann wird das richtig. Sommer noch tausendmal geiler. Ja. Und wenn der Sommer kommt, ja, dann kommt natürlich auch wieder mal Rosé-Teil. Oh, und hier, also er ist von der, ich sag mal, von der Struktur nicht so overloaded, wie mittlerweile einige Rosen auch hier in Deutschland sein können. Ich finde es sehr, sehr, sehr elegant. Das ist so ein Ding, wo ich sagte, ach ja, jetzt könnte ich mich gerade auch mal irgendwo in so einen Sonnenstuhl legen und die Flasche einfach mal so alleine. Also das wird dir auch keiner umnehmen, wenn du den allein wegpetzt, weil dieses Zeug ist einfach echt easy going, tolles Drinking. Macht viel, viel Spaß. Am Start haben wir auch hier noch die Scheurebe und die Scheurebe, ich nenne sie ja immer quasi den leisen Bruder des Sauvignon Blanc und das ist auch hier wirklich maßgeblich und wirklich ganz, ganz toll durchdekliniert. Diese feinen Aromen von Johannisbeere, Stachelbeere mit einer sehr eleganten Säure dazu, ein All-Day-Wein, ja, den muss ich gut in diesem Fall. Also ein bisschen zurückhaltend, aber distinguiert. Also ich habe gemerkt, du hast schon ein bisschen was gefunden. Nein, stimmt gar nicht. Okay. Also jetzt kommen wir zum Laudebruder, der aber dieses Jahr nicht so laut ist, was aber gar nicht schlimm ist. Ich mag ja generell laute Geschichten, aber ich finde es auch mal schön, einen Sauvignon Blanc zu haben, der nicht so auf die wirklich auf die Kacke haut, ja, sondern der einfach ein bisschen dezenter ist. Das sind diese Aromen, alles ein bisschen differenzierter, eingebunden, macht Spaß. Also auch ja, hier also das ist ein Sauvignon Blanc, der euch nicht wirklich so neue weltmäßig daherkommt, so mit breiten Schultern, sondern der ist wirklich sehr elegant und sehr, sehr fein. Also das ist so ein Wein, in dem man rein behorchen kann, wobei im Ohr
dauert nichts. Das heißt, trink das Zeug. Ja, richtig. Hallo, hopp.